Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Saloon VR hier bei Let's Multiplay. Saloon VR ist ein Western-Spiel, wie man unschwer erkennen kann. Und wir können ja verschiedene Aufgaben machen, wir können uns ein bisschen Dollar verdienen. Ich habe das schon mal getestet und wir fangen jetzt mal an als Barkeeper. So, ja, wir haben hier unsere schöne Bar mit ein paar Getränken. Wir haben hier leckeren Whisky, Gin, Tequila, Rum, Tabasco, eine Knarre. Die Knarre legen wir uns mal hier hin. Und wir warten jetzt auf die ersten Gäste und wollen mal gucken, was die... Ach, guck mal hier. Da möchte ich schon ein Bier haben. Ja, wir schenken hier mal ein Bier ein. Gibt es auf Steam das Game. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass die Leute hier sich auch vernünftig zahlen und dann gehen. Los, husch, husch, weg mit dir. Der Herr möchte ein Bier haben, allerdings in einem speziellen Gefäß, nämlich in so einem hier. Das mixen wir auch schnell fertig. Jetzt haben wir einen Rum mit... Oh, da versucht einer zu fliehen. Zack. Und genau, also es gibt auch Menschen, die wollen nicht bezahlen an dieser Bar und dementsprechend müssen wir dann die Härte des Gesetzes anwenden und jetzt brauchen wir einen Rum in seinem netten Glas hier. Zack. So, Rum. Ja, ich bin nicht der schnellste Barkeeper. Ich verschütte manchmal auch ein bisschen was hier. Aber der kriegt jetzt hier einen Rum. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass die Bar hier vernünftig in Ordnung bleibt. So, zack. Der Herr Indianer, der auch schon so böse guckt. Ich glaube, der Herr hier vor uns war zuerst dran. Lass mal das Geld kassieren hier, danke. Der möchte auch, der möchte einen Gin. Haben wir auch in so ein Mädchenglas hier. So. Bisschen Gin. Können wir selber auch Gin trinken? Scheinbar schon. Oh, ha, für sie ganz lustige Farben jetzt. Dafür müssen sie selber auch nicht bezahlen, denn wir sind ja immer ein Barkeeper. So, ich sag hier, Gin mit Tabasco ist fertig. Ich weiß nicht, wie man sowas trinken kann. Aber gut, so. Ein Whisky, auch für dich hier in so einem netten Cocktailglas hier mit Strohhalm. Da ist der Whisky. So, ist kein Whisky in der Jar. Auch schön voll hier. Die Gäste sollen auch was kriegen für ihr Geld. So, Tequila. Tequila in einem Bierglas. Ja, der nette Herr Indianer hat Hunger. Das ist der Sheriff, der hier was trinken wollte. Was wollte er haben? Tequila, ne? Tequila, Tequila. Old West, Tequila in einem Bierglas. So. Lass es dir schmecken, Junge. Es gibt natürlich noch andere Spiele, die wir hier, oder andere kleine Minigames, die wir hier haben. Aber wir müssen halt ein bisschen Geld verdienen, um diese Minigames zu spielen. Jetzt brauchen wir nochmal Rum. So, aber nicht so viel rummachen danach, ne? So, zack, hier bitte. Dennette Rum. So, Tequila, Tequila, ja. Tequila, egal in welchem Glas, und Tequila mit Tabasco. Dann mixen wir das Ganze gleich doppelt für die Herren. Hier ist Tequila. So. So, zack. Die Herren bestellen eigentlich auch immer, ohne irgendwie groß mixen zu wollen. Also es gibt jetzt nicht Rum und Tequila, das zusammen, das funktioniert nicht. So, das kassieren wir nochmal ab. Bier und Whisky. Danke. Gab noch ein bisschen Trinkgeld scheinbar. So, Bier. Da haben wir die Biergläser. Es ist von der Bedienbarkeit her ist es echt einfach gemacht. Es läuft flüssig, es läuft gut, alle Sachen sind gut greifbar. Das ist schon mal ganz, ganz schön, das hat man auch nicht überall. Und gut, die Hände könnte man noch ein bisschen, also das sind die ganz normalen Vive-Controller. Da hätte ich auch kein Problem mit, wenn man mal andere Hände hätte. So, hier ist das Bier. Ach, du wolltest Gin haben, ne? Scheiße. Ja, kann ich nicht auskippen. Fuck. So, liegt auf dem Boden. Gin. In dem Glas hier. So, haben wir den Gin, Gin, Gin da. Nochmal ein bisschen Geschmackskontrolle. So. Oh, jetzt ist mir Gin auch noch. Fuck. Jetzt wäre Gin zerbrochen. Oh. Er möchte fliehen dann wieder. So. Noch jemand hier ohne Fahrschein? Nein. Gut. Ja, das ist eines der Spiele, die wir hier haben. Wir können natürlich noch Dart spielen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir sind hier hinter der Linie stellen. Wir müssen jetzt 101 Punkte machen mit so wenig Würfen
Wie möglich. So. Und ja, man merkt schon, wie, was für ein guter Dartspieler ich bin. Ey! Ey! So. Jetzt machen wir auch hier überhaupt absolut gar keine Punkte. Oh. Ja, fast die Mitte getroffen. Zählt noch als 20, das ist gut. 97. So, jetzt brauchen wir 4 Punkte. Wir müssen die 4 treffen. Wo ist die 4? Da oben. Ah, die 8 getroffen, okay. Ah, hat sich die 7 getroffen. Nochmal die 7. Jetzt hab ich die. Hey, ich hab doch die 4 getroffen. Hä? Ach, war ich zu dicht vorne. Oh. Die 10 getroffen. Jetzt brauchen wir 6 Punkte. 3, okay. Jetzt wollen wir nochmal 3. 3. Scheiße. Ah. Jetzt habe ich die 15 getroffen. Also ich glaube, es geht los. So, 95. Brauchen wir 6. 15, 15. Scheiße. Ich habe wahrscheinlich an der Bar eben gerade auch noch zu viel getrunken. So, 5, 6. 6 Punkte hier. Ja, treffe ich 30. Was ist denn da los? Da würde ich an der Bar nicht so viel trinken sollen. 10 Punkte brauchen wir. Jetzt brauchen wir 3. 3 Punkte. Das sind 2 Punkte. 25! Sag mal! Ich möchte mal 3 Punkte treffen und trifft dann die 25. Ich sollte das Zielen echt nochmal üben. Alter, ey. Schaffen es bestimmt noch. Ich habe erst 49 Würfel gebraucht. 96 Punkte. Das heißt, wir brauchen jetzt eine 5. Jetzt nicht. Sag mal. 18. Ein Punkt. Ein Punkt brauchen wir. Jetzt hatten wir 10. Jetzt brauchen wir nochmal 10. So, jetzt brauchen wir jetzt den einen hier. Komm. Boah, ey. 3 Punkte. Treffen die 9. Okay, ich muss wohl wahrscheinlich doch ein bisschen anders zielen. Jetzt brauchen wir 6 Punkte. Jetzt haben wir 9 getroffen wieder. Jetzt brauchen wir 3. 3 Punkte, komm. 6 Punkte. Ja! Die 6 Punkte getroffen. Sehr schön. Ja, das war zum Beispiel dieses lustige Dartwerfen. Wir haben aber noch ein Shootout. So. Also, die Regeln sind: Wir sollen die Flaschen treffen, ihr Barkeeper auf uns wirft. So, da kommt ein Huhn. Ja, guck mal hier. Meister Barkeeper. Ne? Alles getroffen. Die Musik ist natürlich auch echt cool gemacht. Western-Style. Auch wenn ich selber nicht so ein Western-Fan bin, also ich gucke nicht so gerne Western-Filme. Aber da kommt ein Huhn. Das wollen wir nicht treffen. Bronze, ja. Wir haben es mit Bronze abgeschossen. Sehr schön. Oh, das, oh, da kann man noch mehr. Wir waren noch gar nicht fertig hier. Ich glaube, wir haben nur. Tja, jetzt haben wir es vergeigt. Wir haben es bis zur vierten Welle geschafft. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir haben noch 31 Dollar. Oh. So. Jetzt können wir hier nochmal so ein lustiges kleines Tower Defense Spiel spielen. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Zwille. Zielen und zack. Jetzt kommt die erste Welle. Und wir müssen aufpassen, dass die Bar da unten. Der Barkeeper ist nämlich gerade nicht da. Und hier wollen Menschen die Bar plündern. Das lassen wir aber nicht zu. Sondern wir versuchen Bar. Ja, die Bar zu beschützen. Und der Barkeeper hier gerade irgendwie sein Mittagsschild macht, seine Siesta. So. Indianer kommen auch schon. So. Also das Spiel ist schon echt ganz, ganz cool gemacht. Gibt es auch bei Steam. Natürlich mit Voraussetzung, dass man ein VR-Headset hat.
Also ich sehe mich ja selber nicht hier so stehen, aber ich glaube, es sieht schon ganz witzig aus, wenn man hier so steht und runter guckt. Was wir natürlich auch machen können, wir können natürlich auch noch den Kronleuchter abschießen. Eigentlich sollten wir das können. Naja, zumindest konnten wir es mal. So, da kommt der betrunkene Sheriff. So, der ist auch wieder der Dalton-Bruder hier. Er hat schon blaues Auge, guck mal, von der letzten Kneipenschlägerei. Und ja, jetzt haben die, komm, die geht auch noch mit Schilden. Und versuchen uns hier den Rang anzulaufen. Aber nicht mit uns. Da, oh, da oben kommt der Nucky Dai. Der Nucky Dai kommt. Aha, der ist der Exhibitionist. So, auch der ist hinüber. Was wir noch haben, ist hier TNT. Das können wir anzünden und damit dann auch die Gegner bewerfen. Und quasi, wenn eine Welle zu stark sein sollte, können wir immer noch mal intervenieren mit TNT. Das ist ein Dynamite. Ja, ACDC haben es auch schon gesagt. So. Jetzt gibt es hier kein Friday, Jungs. Friday ist aus. Gibt es erst morgen wieder zur Happy Hour. Ja, da oben hängt auch TNT, wie wir sehen können. Auch das können wir unterschießen. Da hinten ist unsere Anzeige 94%. Und use Dynamite to kill massively. So, da oben kommt schon wieder Nucky Dai. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele. Sag mal, ist hier Exhibitionistentreff oder was? Komm hier, nur Nucky Dai ist hier. Gibt's ja nicht. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal das TNT gleich. Ja, noch nicht. Der fängt schon an zu trinken hier. Ja, ay caramba. Was kommt denn da oben? Da oben kommt ein Fass. Ja, ay caramba. Was macht denn der Junge da? Wieso läuft der im Fass hier? Ach. Die muss man ja dreimal treffen, bevor der kaputt geht. Ist ja ein Skandal hier. So. Heute keine Indianer mehr. Guck mal, jetzt kommt der Häuptlingsstamm hier rein. Die haben alle Feierabend. Wollen hier was trinken, aber so nicht, Freunde. So. Zeit für ein bisschen TNT. Müssen wir unsere Stimme mal ein bisschen zu unserem Meinungsverstärker hier mal aktivieren. So. Diese seitlichen, also die sind echt schwer zu treffen, die so seitlich stehen. Ach, jetzt kommen hier auch noch. Ja. Die verstecken sich auch hier. Zack. Sind bei Welle 7 von 10. Das heißt, wir sind eigentlich schon ganz gut dabei. Wir haben noch eine TNT-Stange parat. Und es wird auch nicht leider. Es ist halt so ein klassisches Tower Defense. Finde ich aber auch echt ganz cool und lustig gemacht. Vor allem, dass man hier so oben steht und runterschaut. Das ist schon echt ganz, ganz nice gemacht. Also ein wirklich sehr, sehr gutes VR-Spiel. Das TNT fast hier nochmal treffen. Ah, zack. Es ist aber auch schwer, dieses Fass da oben zu treffen. Also das ist, da muss man schon echt ganz schön auf Pfiff sein, auf Zack sein. So, wir haben noch ein Minispiel, haben wir noch, was ich euch jetzt noch vorstellen kann. Ja, wir sind ein Huhn. So. Eat as many worms as you can, as quickly as possible. Das heißt, wir müssen diesen Wurm hier da unten jetzt verspeisen. Und das machen wir nicht, indem wir Hände haben, nein. Wir müssen wirklich das so rausziehen. So. Und das ist gar nicht so einfach und sieht ziemlich Banane aus, nicht wahr? Aber als so ein Huhn muss man auch mal einen sauren Apfel beißen. Ich weiß gar nicht, wie viele Würmer hier drin sind. So, jetzt gibt es hier wieder Essen
ohne Ende. Puh, 33 Würmer haben wir geschafft. Und ich sage euch, es war nicht wirklich einfach an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Western Saloon. Info, ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar gerne unten in den Kommentaren stehen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch sehr gerne ein Abo da. Und mehr VR gibt es dann in Kürze. Vielen Dank, ciao, ciao, sagt Florian von Let's Multiplay.